Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, Hohes Haus. Die Landesregierung wird beauftragt, eine neue Verordnung des Wohn- und Teilhabegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu Standards für Wohnstätten zu erarbeiten, die sich an der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert. Dem ist nichts hinzuzufügen und die AfD begrüßt diese Beauftragung, sollte dieser Antrag eine Mehrheit finden. Da die Heimmindestbauverordnung veraltet ist und nicht den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht, sehen wir es als positiv an, eine neue Verordnung ins Leben zu rufen. Selbstverständlich ist für uns dabei auch klar, dass die Erarbeitung unter Einbeziehung von Menschen aus den jeweiligen Einrichtungen erfolgt und durchaus auch verpflichtend sein kann. Es ist auch zu begrüßen, dass zukünftig Mehrbettzimmer zugunsten größerer Einzelzimmer umgestaltet werden könnten, falls der Antrag hier die Mehrheit erreicht. Ob Einzelzimmer in allen Fällen notwendig und sinnvoll sind, bleibt dahingestellt. Jedoch ist die Forderung im Sinne größerer Flexibilität absolut nachzuvollziehen. Politik, insbesondere bei Menschen mit Behinderungen, soll bei denjenigen um Akzeptanz werben, die von diesen politischen Entscheidungen direkt betroffen sind. Und das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Für mich persönlich sollte bei der neuen Verordnung dafür Sorge getragen werden, dass eine gleichwertige Teilnahme am Leben und in der Gemeinschaft gerade für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung möglich ist und natürlich auch gefördert wird. Denn gerade diese Personengruppen stehen der Verfassung nach unter dem besonderen Schutz des Landes. Werte Kollegen, wenn wir darüber nachdenken, dass die Lebensbedingungen von behinderten Menschen heute zum Glück einen anderen Stellenwert einnehmen als noch vor 30 Jahren, so sollten wir auch bei dem hier vorliegenden Antrag dafür sorgen, dass auch die Wohnstandards den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Leider wird in diesem vorliegenden Antrag kein konkreter Zeitraum für die Erarbeitung einer Verordnung innerhalb des Wohn- und Teilhabegesetzes genannt. Dennoch werden wir diesem Antrag zustimmen. Zum Alternativantrag der Regierungsfraktionen werden wir uns enthalten, weil wir vermuten, dass hinter der Formulierung nachstehende Schwerpunkte angemessen zu berücksichtigen genau selbiges steht, denn was ist schon angemessen? Werte Kollegen, die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Darum lassen Sie uns auch genau daran arbeiten. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kirchner.